Hallöchen und willkommen zur 60 Sekunden Challenge. Diesmal mit der Weihnachtsedition. Crazy Mother. Okay, komm, Leon, komm selbst. Alle zusammen? Ja. Danke. Okay, danke. Das Wichtigste zu Weihnachten sind natürlich die Geschenke und die Challenge ist es jetzt, am meisten Geschenke von fremden Menschen zu sammeln. Dann würde ich einfach sagen, die Zeit läuft ab jetzt. Okay, Leon und ich werden jetzt die krassesten Geschenke in einer ganzen Minute einsammeln. Ich würde sagen, los geht's, komm. Entschuldigung, sorry. Habt ihr irgendwas Kleines, was ihr uns schenken könnt? Es kann auch so ein Taschentuch, irgendwas. Könnt ihr uns ein Stück eurer Tüte abreißen, irgendwas. Boah, danke schön. Vielen, vielen Dank. Habt ihr irgendwas, was ihr uns schenken könnt? Wir machen eine Challenge für YouTube. Ihr seht schon, ihr habt hier Leinen mit. Komm, komm. Eine leere Flasche oder keine Ahnung, okay? Dankeschön. Hast du auch noch was? Noch was? Die Onlines übrigens auch abonnieren. Okay, noch was? Nein? Nee, okay. Danke. Abonniert die Onlines, danke. Habt ihr irgendwas ganz Kleines, was ihr uns schenken könnt? Irgendwas ganz Kleines? Es kann ein Taschentuch, ein Centstück, irgendwas. Ich hab ein Taschentuch. Ja, ein Taschentuch, ja, dann. Eins haben. Dankeschön. Dankeschön. Hast du auch noch irgendwas? Was ganz Kleines? Was ganz Kleines, irgendwas? Nein! Danke trotzdem. Okay, wir haben jetzt hier ganz coole zwei Geschenke bekommen. Und zwar einmal dieses coole Stück einer Primark-Tüte und natürlich dieses übelst krasse Taschentuch. Ich schenke dir einfach mal und dann würde ich sagen, lassen wir mal Team Schaumkeks dran. Entschuldigung, wir machen eine Challenge für YouTube. Könnt ihr uns ganz kurz irgendwas schenken? Was ihr habt, wir machen nur also irgendwie ein Centstück oder so. Wir brauchen ganz schnell. Oder Kassenbon. Okay, danke. Ja, Kassenbon. Danke. Okay, danke schön. Okay, wir haben jetzt, warte, wie viel haben wir jetzt bekommen? Zwei, drei, vier, fünf. Okay, damit haben wir Otto und Pauline leider geschlagen. Ich würde sagen, Team Schaumkekse for the win und weiter geht's zur nächsten. Der Weihnachtsmann ist zwar noch nicht da, aber es gibt ganz viele Leute mit Weihnachtsmützen. Die nächste Challenge ist es, den Leuten High Fives zu geben. Los geht's. So, und ich würde sagen, unsere Zeit läuft ab jetzt. Eins, High Five. Kriegen wir kurz ein High Five von dir? Können wir ganz kurz ein High Five kriegen? High Five. Einmal ganz kurz. Einmal ganz kurz High Five. Sehr schön, danke. Auch. Noch ein Punkt. So, also unsere Zeit ist jetzt vorbei und wir haben vier Leute abgeklatscht, die eine Mütze anhaben. Und ich würde sagen, dann gucken wir einfach mal, wie Team Schaumkeks sich schlägt. Ich würde sagen, viel Glück. Unsere Zeit für die krassesten Mützen-High Fives, die ihr je gesehen habt, geht jetzt los. Ja. Excuse me. Can you clutch ein? Super. Entschuldigung, kannst du mir ganz kurz einen High Five geben? Dankeschön. Kannst du mir einen High Five? In meine Hand reinklatschen. Super, weiter. Schade. Okay, wie viel haben wir? Drei? So, da es jetzt leider ein Unentschieden ist, würde ich einfach sagen, dass ihr entscheiden könnt. Ihr könnt jetzt entweder Hashtag Gemüsepatties oder Hashtag Schaumkekse in die Kommentare schreiben und dann würden wir einfach gucken, wer mehr Hashtags hat und dann hat die Gruppe gewonnen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch die letzten Videos angucken oder auf die anderen Kanäle gehen. Ja, und dann sehen wir uns einfach nächsten Sonntag. Ciao!